Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von JK Performance GmbH. Das ist hier hinter oben in der kleinen Straße. Hinter uns läuft gerade Manu lang und guckt sich gerade um, aber jetzt weiß ich, was hier los ist. Guten Tag, hallo. Also, in diesem Video geht es um die Frage der Felgen bei dem RS6. Frage deswegen, wir haben zwei Radsätze für das Auto. Genau. Und das Felgenthema geht um eine andere Marke auch so ein bisschen so Geschichte von Rotiform, weil nämlich ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde bei der Marke Rotiform. Oh, okay. Und ich stehe schräg auf der Bühne. Krass. Das ist krass. Und natürlich vorbildlicherweise in den Werkstattmodus, in den Radwechselmodus. Also, neues Design. Was mir aufgefallen ist, ich mag die Felge nicht, aber ich kann mir auch eine andere Teil auf dem Auto sehr schwer vorstellen. Das ist eine sehr krasse Aussage. Ich weiß nicht, ob die neuen Räder wirklich besser aussehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Jungs, die Autos designen, machen halt die Felgen irgendwie passend dazu, aber so eine Felge, ich weiß nicht, wie viel Alkohol ich trinken müsste, obwohl ich noch keinen Alkohol getrunken habe, dass ich so eine Felge aussuchen würde, wenn die im Laden liegen würde. Würde ich ja nie tun. Aber wenn man das Auto so sieht, denkt man sich, ja Mann, doch, das ist die Felge für das Auto. So, jetzt zeige ich euch die beiden Raddesigns, die ich mir ausgedacht habe für das Auto. Und dann machen wir einen kleinen Zwischenporn, denn Rotiform ist nämlich jetzt Sponsor für was. Sekunde. Und da, zu dem Thema passen auch die Felgen. Cool, ne? Ja. Und aufgrund der aktuellen Lage kriegen wir auch momentan immer nur eine Felge pro Tag geliefert. Natürlich jetzt. Weil der Zoll, deswegen, also es gibt jeden Tag gibt's eine Felge dazu. Wir können mal fragen, ob die letzte Felge gekommen ist. Dann habe ich mir nicht überlegt, wir machen es nämlich in diesem Video so. Zwei Felgen, zwei verschiedene Designs, zwei Felgen kommen auf die eine Seite ja. Und zwei Felgen kommen auf die andere Seite, dass wir uns entscheiden können, welches Raddesign finden wir am coolsten. Wir rufen mal eben den Herrn Gurke an und fragen ihn mal, ob der Zoll sich dann doch überlegt hat, das letzte Rad doch mal zu schicken. Ja. Monsieur Le Gurk. Hallo. Wurde die letzte RS6-Felge geschickt? Nein. Ich frage mal nach, wo die ist. In Köln? Ich frage mal, wo die ist, keine Ahnung. Ja, die wird in Köln sein, denke ich mal. Ach so, ja, dann wird es noch in Köln sein, aber bis jetzt kann ich noch nicht. Okay, ja, frag mal nach, bitte. Alles klar. Ja, und tschüss. Trotzdem reichen uns ja 7 Felgen. Also ein Rad, das haben wir komplett. Ja, ja. Ja. Und dann zwei halt nicht. So. Jetzt geht's los. Bewussterweise habe ich natürlich die Felgen mir vorher auch nicht angeguckt. Hier haben wir zwei verschiedene. Alle 4 Felgen sind von den Maßen her, oder alle 8 Felgen, wenn sie komplett werden, sind identisch mit den Maßen auch dort. Ach, okay, ja. Ja. Und das erste Rad, was jetzt hier rauskommt, ist die dezentere Variante. Ja. Was mir auffällt, ist, die sind sehr leicht. Ja. Aber wir wollen gleich mal vergleichen, im Vergleich zum originalen Rad, ob sie wirklich auch so leicht sind wie original. So. Boah, geil. Gewicht ist schon mal ganz geil. Das ist ein einteiliges, geschmiedetes ZMO. Dieses Rad ist angelehnt an genau das hier. Genau. Also Rotiform ist offizieller Sponsor von Ferrari jetzt. Alle Rennfahrzeuge bis auf Formel 1 noch. Da gibt es Verhandlungen, dass wir auch es schaffen wollen, dass wir auf den Formel 1 Autos drauf sind. Was echt geil ist. Weil auch ein Rotiform Deutschland trägt dazu bei. Und das ist natürlich schon echt ganz geil. Ne? Also dann diese Tuning-Firma wächst. Von Los Angeles wächst immer weiter dann nach Deutschland, nach Dortmund und dann sind wir Sponsor in der Formel 1 auf einem Ferrari. Könnte natürlich auch andere Rennställe vorstellen, aber es ist halt Ferrari. Ne? Nein, ist ja auch echt ganz geil. Ne? Also er ist schon eine Megamarke. Ja. So, ich habe mich so schwer getan zum Thema Farbe. Und ich tue mich auch immer noch schwer, ja, weil hätte man sie ganz schwarz gemacht, die Räder, wäre nichts aufgefallen, jetzt auch nicht machen müssen. So teilpoliert. Boah, ich weiß nicht. Und wäre auch ein Abklatsche davon. Somit dachte ich mir, dass dieses Titan-Design das nächste ist, was man sich irgendwie vorstellen kann. Oder? Also das Design vom Rad an sich finde ich mega. Ob die Farbe jetzt gut matcht mit der Originalfarbe, müssen wir halt ausprobieren. Ne? Genau, einmal das. Und das ist noch der alte Deckel. Wir haben jetzt neue Deckel-Design bei Rotiform. Doch aufgrund der aktuellen Lage sind diese Deckel nicht geliefert worden. Okay. Die sehen ein bisschen filigraner aus. Ne? Wir können jetzt auch zum Beispiel den Deckel da reinschrauben. Okay. Ah nein, das darfst du glaube ich gar nicht. Wir können auch andere Deckel reinschrauben. Ist die andere Felge dann auch Titan oder hast du da was anderes gemacht? Auch Titan. Okay. Okay. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Raddesign. Ich glaube, ich finde das zweite besser, weil der RS6 sehr, sehr extravagant ist vom Design. Und das nächste Design ist auf jeden Fall extravagant. Aber ist angelehnt an das quasi
doppelt gemoppelt. Gibt es die Felgen so zu kaufen oder ist das wieder schon? Ja. Nee. Die gibt es so zu kaufen. Die zweite auch? Die zweite gibt es auch so zu kaufen. Spätestens jetzt nach dem Video. Ich habe eh sehr gute Rotiform-News für euch in Zukunft. Wenn die Welt wieder normal tickt. Wir haben sehr viel für euch gemacht in der Vergangenheit. So, Design Nummer 2. Gibt es die auch mit so einem geschlossenen Rand? Weißt du? Mit die Design auf deiner Achtkappe? So? Ja, nee, gibt es noch nicht. Aber das ist doch angeschlossen, ne? Ja. Aber ich finde die schon mal viel geiler als die erste. Genau, das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube auch, dass das zweite Design mit diesen Öffnungen, also die Speiche ist etwas kürzer, aber da die Felge von Grund auf eine 22 Zoll ist, ist die Speiche ja immer noch lang genug. Ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass das Rad einfach ein bisschen mehr besonders aussieht im Vergleich zum anderen. So, was wir jetzt machen, wir montieren jetzt mit Porn, ne? Klar, warum nicht? Wir montieren jetzt 2 Stück jeweils pro Seite auf dem Auto. Komm, wir gehen einmal näher ran, gucken uns einmal die Farbe an. Das passt mit dem Auto. Was sagst du? Also beißen tut sich's nicht, sagen wir es mal so. Nein, beißen tut sich's nicht. Aber es gäbe vielleicht auch was, was noch besser passen würde. Weiß ich nicht. Zu 100% passen tut's nicht. Nee, da gebe ich dir recht. Aber was wäre es denn? Ja, das ist die Frage. Das Schwarz wird halt auf jeden Fall passen, aber da wird es halt untergehen, wie du schon gesagt hast. Oder halt exakt denselben Silberton. Schwer. Ja. Echt schwer. Sehr schwer. Aber ich würde es erstmal richtig drauf machen, weil ich glaube, so kann man es noch nicht so gut beurteilen. Wenn es mit einem Reifen außenrum nochmal drauf ist, sieht nochmal anders aus. Mhm. Und dann mal rausfahren, in der Sonne gucken. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht sieht das ruhigere sogar besser. Wir schauen mal, los geht's. Manni, komm mal her. Dennis, guck mal. Ja, das ist Geräusch? Conti hat das schon länger. Ich frage mich jetzt bitte nicht, wie sich das nennt, aber das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Amando, guck mal rein. Hm, kenn ich. Das auch. Ich wechsle zu wenig Reifen. Also was wir hier sehen, ist ein Schaumstoffring, der genau linear in den Reifen, in die Karkasse hinten reingeklebt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das dazu dient, dass einmal eine Geräuschreduktion passiert im Reifen, dass es eine Art Schalldämpfer wirkt und vor allen Dingen, dass man auch heutzutage 22 Zoll fahren kann und das trotzdem nicht poltert wie beim Tuning-Auto. Mhm. Das ist ja jedes Mal aufs Neue faszinierend, das ist ein 22 Zoll Auto und das fährt wie ein 19 Zoll Auto. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sowas auch funktioniert. Gesehen habe ich es aber trotzdem noch nie. Noch eine Sache, die so wirklich ganz schön zu sehen ist. Wir sind ja Lassisee schon gefahren mit dem Auto. Wenn wir jetzt mal so, geh mal runter, Mobi, auf die Höhe. Siehst du die Außenflanke? Siehst du ja, wie hier das wirklich, also Material fehlt. Siehst du dieses Loch hier? Siehst du das? Dass hier da Material fehlt, so ein Dreieck entsteht. Ja. Der Wagen neigt in die Kurve rein, alles stellt sich auf und dann ist diese Flanke hier, muss ja, sonst würde nicht so viel Material wirklich fehlen. Die ist wirklich am Leiden und trägt auch die Karre mit durch die Kurve, genauso wie die hier. Die sind beide wirklich abgeranzt. Und halt ganz klar die Außenflanke, die ist ja komplett tot. Aber Profil an sich ist ja noch ohne Ende da. Ja. Was wir halt nur machen, ist, wir fahren das Auto. Mhm. Ja, dafür, wo das Auto auch gemacht worden ist. Alle drei Felgen liegen hier. Es ist wirklich verwunderlich, die Rotiformräder sehen deutlich größer aus als die anderen. Mhm. Ne, also die sehen vom Durchmesser her einfach, ich meine, klar, hier ist mehr los, ne? Aber die sehen irgendwie von hier nach da, sieht das länger aus, für mein Auge. Oh, vertue ich mich? Nö. Sieht schon ein bisschen größer aus. Ja. Jetzt ist der große Unterschied da, beim Hintragen hat man schon gemerkt, der Gewichtsunterschied ist krass, denke ich mal. Wir haben hier eine Gussfelge, gehe ich mal stark von aus. Also die, ich denke, die ist nicht geschmiedet, weil wenn sie geschmiedet wäre, wäre sie auch schon echt eine von den schwereren geschmiedeten Rädern. Eine Gussfelge hat den leichten Nachteil aufgrund des etwas minderwertigeren Materials, muss etwas mehr Material genommen werden, etwas dickeres Material genommen werden. Im Vergleich zu einer Schmiedefelge. Wir sehen auch hier innen drin,
ein bisschen wie aus Guss zu erkennen ist. Siehst du das hier? Ein bisschen rauere Oberfläche, die hier ist. Ja. So, und jetzt werden wir Felge Nummer 1 mal draufstellen. Also, Felge Nummer 1. 19,15 Kilo. Was echt, Leute, scheiße schwer ist. Ja, wir haben auch oft Felgen, wo wir im Bereich von 11 Kilogramm, 12 Kilogramm sind. Das ist der Grund, warum wir cool sein wollen, ne? Heißt, 19 Kilogramm Felge durch die Gegend spazieren fahren. Aber es ist ja auch geil, ne? Also ein RS6, wenn ihr irgendwo vorfährt, wenn man jetzt wieder vergleicht, M5 und E63, glaube ich, fahren 20 Zoll? Kann das sein? Ja, glaube ich. Also Manni, weißt du das? So ein E63 und ein M5, die fahren 20 Zoll, ne? Keine 21, glaube ich. Ich würde sagen 20. Ich glaube auch 20. Vielleicht gibt es 21 als Option. Aber das sind halt 22 Zoll, was auch echt einen schmalen Schuh macht. So, jetzt machen wir mal die Felge, die etwas mehr Klimbim dran hat. Ob das wirklich das Rad schwerer macht, weiß ich nicht. Wir nehmen die Felge mal hier. Wir hatten gerade 19,15 Kilogramm. Und es geht weiter mit 15,05 Kilogramm. Das ist schon mal geil. Das ist 4 Kilogramm pro Felge, die sich schon mal verpissen. Ist krass. So, Nummer 1. Und jetzt nehmen wir dieses Rad. Und ich glaube, das wird noch mal einen Tick leichter sein. 13,9 Kilogramm für eine 22 Zoll Felge. Kann man machen. Ne, wenn man das vergleicht, ja. Original zu dem, ist das echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt ziehen wir wieder weiter auf. Doch die Seite wieder besser. Welche? Die. Die? Ja. Hä? Das Original von Marcel? Ja. Oh, Schwede. Ah. Hau mich jetzt nicht um. Hä? Hau mich jetzt nicht um. Nee. Ich weiß. Das ist halt cleaner, ne? Die Seite hier. Also mehr Rotiform ist drüben. Das ist genau da, wo das Rad herkommt, aus dieser Ferrari-Serie. Das ist ja das neue, das Ferrari-Rad. Ja. Das hat ein Motorsportrad gefühlt. Aber weißt du, was ich schon empfinde? Sieht doch besser aus als das Originale. Ja, besser als das Originale sieht es auf jeden Fall. Aber es fällt drüben wirklich besser. Es ist jetzt nicht so, dass man drauf guckt und so sagt, boah, Alter. Nee, das stimmt. Ja? Aber es ist auch echt schwer bei so einem Klotz, ne? Ja. Doch, weil das ich nenne es ja auch rasende Falke und ja. so Star Wars mäßig. Ich würde das Rad besser finden. Ja. Also wenn du das jetzt mal guckst, finde ich die Seite cooler. Jetzt so finde ich es doch cooler. Weil es einfach besonders ist und echt Tuning und trotzdem passt. Ich finde drüben ist ein bisschen zu weich. Zu nichts, ne? Ja. Doch. Obwohl, wenn man das Rad jetzt schwarz matt lackiert, kann das auch geil aussehen. Auch gut aussehen. Ja. Doch, ich finde das besser als das drüben. Ja, Mann, das du kannst natürlich unheimlich viel spielen. Mit den ganzen Taschen, wenn da ein bisschen mit Pulver was, deswegen klappt das besser aus. Das ist nicht mein Style, das wäre zu viel Kirmes. Man kann jetzt ohne Ende die ganzen Taschen innen drin blau machen oder sich was. Ich glaube, man muss sich erstmal dran gewöhnen. So ein, zwei Minuten sacken lassen und dann denkst du dir, cool. Also rechts ist auf jeden Fall viel zu scharf für das Auto. Das passt schon besser. Ist auch kantiger. Ist auch mehr los, ne? Ja gut, also ihr könnt jetzt entscheiden, das oder das. Und dann gucken wir, was wir dann machen damit. Vielleicht kommen ja auch beide mit TÜV. Aber ich überlege gerade wirklich, ob wir das Rad schwarz-matt machen. Ich glaube, das sieht geil aus. Ja, das sieht geil aus. Dann kommt der Bremssattel auch volle Möhre raus. Ja. Sieht richtig mechanisch aus. Erinnert mich so ein bisschen an Transformers. Ja? Jungs? Das hat er bei Pikes Peak auch immer gesagt. Wollen wir Porn drüben vor dem Gebäude drehen? Ja. Ja? Sind wir schon fertig mit dem Video, ne? Ja. War kurz, ne? Ja, normale Länge, sagen wir mal so. Normal nehmen wir einen kürzer. Ich denke so 15 Minuten. Ja. Jetzt zählt eure Meinung. Tschüss.
Later, we...